Ja, es kommen immer mehr Menschen hier zu dieser Demonstration vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse. Mittlerweile sind es schon laut dem Veranstalter einige Tausend, die sich hier zusammengefunden haben, um eben ihren Unmut gegen die momentane Regierung und gegen Kanzler Kurz kundzutun. Aber ich habe jetzt auch Can Gülcan, du bist Sprecher der Linken. Warum seid ihr heute hier? Ja, wir sind auf der einen Seite hier, um gegen eine korrupte Regierung, gegen einen korrupten Regierungschef, gegen einen Kurz und sein Klüngel zu demonstrieren, die diese Republik ausverkaufen, die ihre Geschäfte treiben, die ja nicht nur gegen Arme und Armut Politik machen, die nicht nur für Konzerne, für Profite der Konzerne Politik machen und uns auch gegeneinander ausspielen. Wir sind genauso hier gegen Medien, wie genau dieses Medium, Ö24 und Österreich und diese Fellner Medien, die gegen Inserate Berichterstattung verkaufen, diese korrupte Republik gehört neu aufbaut und deswegen sind diese 7, 8, 9.000 Leute jetzt heute hier. Was ist für Sie das Wichtigste bei dieser Demonstration? Das Wichtigste ist, dass wir aufzeigen, dass wir diese Form der Politik nicht mehr akzeptieren, wo die einen, die Medien, die Hände in den Taschen von den Politikerinnen haben und die Politikerinnen die Taschen in den Medien, die Hände in den Taschen von den Medien. Das geht sich nicht mehr aus. Das ist gestern endlich mal aufgeflogen, weil gewusst haben wir es eh alle schon, wie die Geschäfte funktionieren zwischen der ÖVP und den Boulevardmedien. Wir haben auch gewusst, wie die Geschäfte mit anderen Parteien funktionieren, wie sie es halt ausmachen miteinander und das ist jetzt einmal vorbei. Ja, Sie sagen, Sie haben es gewusst, es sind ja alles nur Mutmaßungen. Es gilt ja für alle die Unschuldsvermutung und es sind ja auch seitens der WKStA nur Vermutungen, die hier ausgesprochen wurden. Glauben Sie, dass es wirklich so ist, wie Sie das jetzt beschrieben haben? Also, wir haben alle die Chats gelesen. Wir haben die Chats gelesen, wo der Thomas Schmidt, einer der engsten Mitarbeiterinnen vom Mitarbeiter von Sebastian Kurz, einfach schreibt, das ist gebongt, sich beschwert bei ihrem Vorgesetzten Fellner, dass halt einfach nicht die Berichterstattung kommen ist, die sie erkauft haben. Und am nächsten Tag kommt genau die genaue Berichterstattung, genau die Umfragen, die halt einfach genauso kaschiert worden sind, wie es dem Kurz gegen den Mitterlehner passt. Und was dann danach noch passiert ist, das wissen wir nicht, aber dass es genauso weitergegangen ist, kann man sich fast denken. Ne? Glauben Sie, dass Bundeskanzler Kurz jetzt zurücktreten wird? Er wird nicht zurücktreten, aber er ist weg. Und das weiß er auch. Man hat es halt genau gesehen. Es haben gestern in dem ZIP-2-Interview die linken Zellen in seinem Körper vibriert mit hochrotem Kopf. Der ist einfach jetzt weg und seine politische Karriere ist endlich vorbei. Ich bin vor 2,5 Jahren als Organisator der Donnerstagsdemos dagestanden und habe gesagt, Kurz muss weg. Einmal ist er weggegangen und jetzt wird es das zweite Mal sein. Und er wird aber diesmal nicht mehr zurückkommen.